Ja, Freunde, guten Morgen und willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Uncut-Kanal, wo ich wirklich mal einfach so Real Talk-mäßig ein bisschen was sage, wo ich auch so ein bisschen in der Gegend umherlaufe, so like Eikuchen. Muss einfach mal sein, ich habe da richtig Bock drauf. Ich fühle mich hier echt wie der größte Spaß, wie ich hier durch den Wald laufe, weil ich halte hier so eine Spiegelreflexkamera übelst in die Luft. Und wenn mich da jemand sieht, der denkt auch, ich bin ein absoluter Spast. Aber ja, ist egal. Ich würde sagen, ich rede jetzt einfach mal ein bisschen darüber, wie ich momentan die Situation finde und warum ich vielleicht inaktiv war derzeit. Es gab ja jetzt monatelang keine Videos mehr. Habt ihr ja wahrscheinlich jetzt mitbekommen hier auf meinem Kanal, also auf diesem Uncut-Kanal hier. Und ja, ich erzähle jetzt einfach mal, warum das eigentlich so ist, dass da keine Videos kamen. Und warte, ich halte das einfach mal mit der anderen Hand, sonst war es hier ziemlich anstrengend. Ja, warum war ich hier inaktiv? Das liegt einfach daran momentan, ich habe diesen Uncut-Kanal versucht aktiv zu führen in den Ferien. Ich habe das probiert, weil ich ja da die Zeit habe, um was zu bringen, um guten Content vielleicht zu bringen, um ein paar Reactions vielleicht auch zu bringen. Und momentan ist es halt so, dass wenn ich Schulzeit habe, da muss ich mich einfach auf ein was konzentrieren und das ist halt mein Hauptkanal. Und ich habe da wirklich absolut keine Zeit. Also mein Wochenplan ist extrem stressig, sage ich mal. Also ich bin wirklich von früh bis abends bin ich unterwegs, mache irgendwas. Bockt natürlich auch selber. Ich persönlich habe auch richtig Lust drauf. Ich möchte das ja auch machen. Das ist ja mein Ziel. Ich hasse es wirklich. Ich hasse es, wenn ich einfach nur rumsitze und nichts mache. Das wäre zum Beispiel jetzt gerade der Fall gewesen. Also heute ist Sonntag und ich habe gerade die ganze Zeit nichts gemacht und ich hasse das, wenn ich nichts mache. Dann lieber schnappe ich mir jetzt die Kamera und mache irgendwas und rede hier mit euch und mache halt ein Video. Ja, zumindest warum bin ich da eigentlich so inaktiv und warum habe ich eigentlich einen Wochenplan? Beziehungsweise warum ist meine Woche so gefüllt? Das liegt erstmal daran, also ich sage das schon ziemlich oft auch manchmal in Livestreams, weil viele dann nicht wissen, warum das eigentlich so ist, also warum ich da kaum Zeit habe oder so. Ich meine, YouTube ist ja eigentlich sehr entspannt und keine Ahnung was. Das Ding ist halt, ich bin halt von früh, 7:30 habe ich Schule, also ich muss 7:30 aufstehen, dann 7:30 habe ich Schule, muss ich erstmal in die Schule bis 3 ungefähr. Wenn es 3 fertig ist, die Schule, gehe ich dann meistens ins Fitnessstudio direkt danach, zumindest 3-mal in der Woche. Ich versuche das wirklich einzuhalten und ja, und dann danach mache ich noch ein bisschen YouTube-Zeug, dann muss ich noch ein bisschen lernen. Okay, hier war gerade ein Vogel. Da muss ich noch ein bisschen lernen für die Schule und dann muss ich wieder YouTube machen. Und das ist halt ziemlich anstrengend. Und das Problem ist halt aber, dass es nicht immer so ist. Ich habe auch oftmals Schule, dann Fitnessstudio, dann lerne ich, dann muss ich noch ein Stück oder versuche ich halt ein bisschen was an YouTube zu machen. Danach habe ich noch Fußballtraining und dann muss ich wieder ein bisschen was für YouTube machen, damit ich meine Videos fertig bekomme. Und da fehlt mir einfach die Zeit, hier auf diesem Kanal wirklich aktiv zu sein. Und deshalb versuche ich jetzt einfach, immer wenn ich extrem gestresst bin oder so und ich gerade gar nichts zu tun habe, versuche ich jetzt einfach rauszufahren, in den Wald zu gehen zum Beispiel und hier vielleicht Videos aufzunehmen. Mir macht es persönlich auch gerade Spaß, muss ich sagen. Einfach mal frische Luft atmen, ist einfach nur angenehm, ohne Scheiß. Mach das selber mal. Und ja, ich persönlich feiere das gerade eben extrem. Es ist ziemlich anstrengend, muss ich sagen, mit Kamera festhalten, weil Alter, das Ding ist extrem schwer und groß. Aber was muss, das muss, da muss ich jetzt durch. Ja, bei mir sieht es zumindest ziemlich stressig aus. Und am Wochenende ist es halt auch so, Samstag treffe ich mich meistens auch abends mit Freunden, Freitag genauso. Sonntag habe ich Fußballspiel und nach dem Fußballspiel, glaubt mir, das ist dann irgendwann abends ist es dann. Und dann hat man auch nicht mehr so die Lust und Laune unbedingt, jetzt noch ein krasses Video rauszuballern, weil man einfach kaputt ist, man ist einfach geschafft von dem Ganzen. Genau, also das kann ich schon mal so dazu sagen. Da muss ich sagen, mein Hauptkanal, der beansprucht momentan so viel Zeit. Ich versuche alle 2 bis 3 bis 4 Tage ein Video zu bringen. Und diese Videos, die beanspruchen momentan sehr viel Zeit. Ich versuche da wirklich alles reinzustecken. Ich sitze momentan am Tag 6 bis 8 Stunden vielleicht dran an YouTube. Und aber halt nur für meinen Hauptkanal. Da ist mein Uncut-Kanal noch nicht mal betroffen. Und dann versuche ich halt auch noch ein paar Streams zu bringen. Und die Streams, Leute, ich liebe Stream. Und ich liebe das auch, diese Interaktion miteinander. Aber die kommen viel, viel zu kurz einfach. Weil ich versuche halt einfach alles für Videos zu geben. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Problem, dass ich mich viel zu sehr darauf fokussiere. Und ja, aber ich kann halt, also irgendwie, das hat sich auch so eingepegelt. Ich glaube, jeder YouTuber kennt das Gefühl, wenn man einmal einen Rhythmus hat mit Videos, dann kann man diesen Rhythmus nicht ändern.
der ist einfach da und der wird sich auch nicht ändern. Und das ist halt irgendwie, das finde ich persönlich extrem schwierig, einen Rhythmus zu finden und beziehungsweise auch mal so ein bisschen planlos zu sein. Ich persönlich sehe es immer so, ich habe so einen inneren Druck und sage mir dann so, ey, ich muss jetzt unbedingt dieses Video machen, wenn ich 2 Tage kein Video gebracht habe. Und dieser Druck, den muss ich mir einfach irgendwann mal nehmen, dass ich halt sagen kann, ja, dann kommt halt mal den nächsten Tag kein Video. Das ist halt wirklich schwierig, glaub mir. Das ist, wer kein YouTube macht, der kann das wahrscheinlich nicht ganz nachvollziehen. Der würde sagen, ja, dann machst du halt mal einen Tag lang kein Video, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Man selber hat aber diesen Druck, dass man unbedingt ein Video bringen muss. Und ich glaube, das geht vielen so. Ja, das dazu, zu der ganzen Inaktivität. Also, wir können ja mal reinschreiben, wie ihr das so seht. Ob ihr das schlimm findet, dass der zweite Kanal da jetzt nicht unbedingt extrem aktiv ist. Und ihr könnt auch mal gerne reinschreiben, wie ihr eure Woche so plant, wie viel ihr da machen müsst. Würde mich interessieren, ob ich da so alleine bin, der von früh bis abends dann immer unterwegs ist oder beziehungsweise was machen muss. Ich persönlich, ich fühle mich da richtig schlecht, wenn ich nichts gemacht habe am Tag, außer ein bisschen Schule oder so. Und gerade am Wochenende, ich merke es gerade eben, ich habe heute nichts gemacht. Ich habe heute für die Kooperation mit Max, also mit Fire Gordon, habe ich noch was aufgenommen, geschnitten und habe es ihm geschickt. Und das war's. Ich habe heute noch nichts gemacht. Ich wollte unbedingt eigentlich noch ein Video aufnehmen für meinen Hauptkanal. Aber ich weiß gerade, also ich habe gerade noch auf Instagram gefragt, ja, was über was könnte ich reden? Weil ich möchte halt auch ein Video machen, was mir persönlich richtig viel Freude macht, zu schneiden, wo ich richtig Interesse habe, das Ganze irgendwie rauszufinden, vielleicht um eine Kritik zu machen oder um gewisse Einzelteile so rauszufinden, damit man vielleicht jemanden fronten kann oder jemand loben kann oder was weiß ich. Ihr kennt das ja von meinem Kanal. Und ja, da habe ich halt richtig Bock drauf, diese Videos dann auch zu schneiden. Nur momentan ja, macht man halt so viele Videos auch teilweise, dass einem dann die Ideen ausgehen. Aber das ist halt so, ja, als YouTuber, der öfter mal Videos bringt, ist es dann, denke ich, meistens so der Fall, dass man da Schwierigkeiten hat. Und gerade so, ich habe ja persönlich jetzt noch nicht so die mega Stammformate oder so. Von daher ist es da gerade schwierig für mich persönlich, da immer neue Themen zu finden. Und ich möchte jetzt auch nicht immer auf ein Thema drauf eingehen, was halt schon 100-mal besprochen wurde. Jetzt war ja vor kurzem erst diese Schlägerei auf dem Alexanderplatz. Ich glaube, es interessiert jetzt keinen mehr, wenn ich da jetzt noch berichten würde über das Ganze, auch wenn es mir öfter noch geschrieben wird. Also keine Ahnung, was das angeht, ist halt ein bisschen schwierig. Ja genau, das soll es dazu gewesen sein, zu dem, warum ich inaktiv war. Es werden jetzt hier demnächst noch ein paar mehr Videos kommen, weil ich gleich mehrmals aufnehmen werde. Und ja, muss einfach mal sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und ich würde sagen, wir hören uns, sehen uns und ich lese mir mal die ganzen Kommentare hier so durch. Macht's gut, ciao.